Gut, Simon, wir haben den wichtigen Sieg beim SV Hohn eingefahren. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ich glaube, dass wir gut gespielt haben. Zwar mit vielen Jungen, also ich habe mit Armin in der Mitte. Und ich glaube, relativ viel Neue in der Startelf, auch Silasebi. Und ich glaube, dass wir halt gefightet haben, einmal gut draufpresst haben und dann spielerisch auch gute Akzente gesetzt haben, aber natürlich auch ein paar Mal öfter besser ausspielen hätten können. Aber im Großen und Ganzen haben wir dann gut gespielt. Nach dem Ausgleich haben wir noch kurz da gemacht und haben dann gekämpft und nachher das drüber gebracht und einen wichtigen Sieg geholt. Ich glaube, da können wir zufrieden sein und halt jetzt müssen wir nochmal mehr Gas geben und nochmal dann draufsetzen. Für Außenstehende hat es so ausgeschaut, als wenn ihr mehr gelaufen wart, mehr füreinander da gewesen wart, mehr gekämpft und mehr die Fehler der Mitspieler ausgebügelt. Ja, also ich glaube, das haben wir uns generell also vorgenommen, dass wir selber noch mehr geben müssen und auch mehr Gas geben müssen. Aber ich sag, die Spiele davor, glaube ich, war es auch nicht so, dass jetzt einer das gesagt hat, nein, das tue ich nicht. Sondern ich glaube, da hat sich auch jeder reingehaut. Ich glaube, dass wir halt uns vor dem Spiel noch mehr eingespannt haben und gesagt haben, ja, jetzt müssen wir alles raushauen. Und ich glaube, dann haben wir einfach Vollgas gegeben, jeder Einzelne. Und nachher wird es von außen auch gut ausgeschaut haben, weil wir selber öfter mal einen Ball gehabt haben, wie es mir vorgekommen ist und nicht nur nachgelaufen sein. Und dann haben wir natürlich auch selber gut spielen können. Und wenn es einmal läuft und man ist gut im Spiel und man hat einmal ein gutes Spiel, was man macht, dann ist Laufen sowieso leichter. Ich glaube, das war ein Grund dafür. Du hast heuer das erste Mal in der Mitte gespielt. Fühlst du dich da irgendwie wohler? Ja, das ist meine Lieblingsposition eigentlich. Aber es nützt eh nichts, es kommt wie das Kind, wo man spielt. Man muss halt immer sein Bestes probieren und sein Bestes geben. Und dann muss es, egal wo man spielt, auch gut ausschauen. Bisher warst du eher auf der linken Seite, links hinten oder am linken Flügel draußen. Was sind die großen Unterschiede von der Position her für dich? Ja, natürlich hat man im Zentrum einmal viele Bälle. Was ich jetzt auch gerne tue, man kann pressen, man kann am Innenverteidiger draufgehen, man kann einen Gegenspieler unter Druck setzen, man kann sich gut einschalten. Und links ist immer die Frage halt, ob man gut spielt oder nicht, ein bisschen wie viele Bälle man kriegt, wie die Situation läuft, wie vom Gegner die Seite, zum Beispiel gegen Lasko, die rechte Seite vom Gegner unglaublich stark, dann ist halt da eher mehr zum Defensivarbeiten und ich glaube, das hängt immer vom Spieler ab, aber generell im Zentrum kriegt man mehr Bälle und hat mehr sozusagen Freiheiten, weil man sich mehr bewegen kann und mehr Flächen ablaufen kann. Bei Wacker Innsbruck 2 hast du eher im defensiven Mittelfeld gespielt. Nach dem, was ich so höre, ist deine Ausrichtung in Zukunft soll eher offensiver werden. Wie gefällt dir das? Ja, also ja, mir gefällt es gut. Ich habe gerne den Ball. Ich gehe gerne mal auf den Abschluss, obwohl ich jetzt leider nicht so oft hinkomme. Aber wenn, dann nehme ich ihn gern. Und ja, also im Endeffekt ist sowieso eine Trainerentscheidung, wo ich spiele. Und ich glaube, das sollte nicht so entscheidend sein darüber, wie man Gas gibt und wie man dann spielt, sondern man sollte sich mal reinhauen und es nützt eh nichts. Wo man spielt, da spielt man. Und im Endeffekt geht es darum, dass man spielt und das ist das Schöne. Am Freitag nächstes Spiel, diesmal daheim, wieder sehr, sehr ein wichtiges Spiel gegen Wiener Neustadt. Der Gegner ist sehr, sehr schwer ins Frühjahr gestartet, hat bisher nur einen Punkt gemacht, aber ich glaube, zum Unterschätzen gibt es keinen für uns. Nein, das auf keinen Fall. Vor allem, ich glaube, man hat gesehen, in der Liga kann alles passieren. Da kann er mal Wattens Liefering 5-0 weghauen, ohne Probleme. Und von dem her, jeder Gegner, den muss man ernst nehmen, weil da kann jeder jeden schlagen und da ist immer ein bisschen das Kant und Glück dabei, wie es gerade läuft. Und von dem her müssen wir einfach Gas geben, unser Spiel durchziehen. Und dann, wenn wir alles geben und so spielen wir jetzt gegen Hohn, dann werden wir es auch packen. Aber natürlich müssen wir das einmal machen. Du sprichst es an, Nachlegen ist angesagt und man muss es tun. Worauf wird es besonders ankommen gegen Wiener Neustadt? Ja, natürlich, dass wir, also jetzt werden wir einen Gegner analysieren, dass wir schauen, wo der die Schwächen hat, dass wir mit der gleichen Einstellung wie gegen Hohn ins Spiel gehen, dass wir uns auch wieder trauen, Fußball spielen wie gegen Hohn. Und dass wir dann auch die Chancen nachher, die wir kriegen und haben, nur besser ausspielen, weil nachher machen wir mal mehr Tore wie 2 oder 1 und ich glaube, dann haben wir super Chancen. Der Kader ist im Umbruch, 2 Urgesteine werden nicht verlängert, mit dem Andi Hölzl und mit dem Pascal Grünwald. Wie siehst du das als junger Spieler? Boah, ja, ich glaube, jetzt habe ich da noch nicht so drüber nachgedacht. Erstens war ich da gerade in Spanien und zweitens, glaube ich, ist jeder einfach in der Situation und in der Saison fokussiert und denkt da nicht an, was danach passiert, sondern im Endeffekt geht es darum, was wir heuer noch machen und über nächstes Jahr kann man im Sommer nachdenken, wenn man mag.
aber das sind nicht Dinge, mit denen wir uns jetzt da befassen. Apropos Spanien, du warst beim Nationalteam bei der U21, wie war das? Ja, war eine lässige Erfahrung, ist super cool und ja, natürlich hoffe ich, dass ich jetzt Gas geben kann, dass ich nachher wieder mal dabei bin. Okay Simon, dann sage ich vielen Dank fürs Interview, ich wünsche dir alles Gute danke. Und dass das am Freitag hinhaut. Danke.